Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 521. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich so sehr bitten, dass du uns wiederbelebst, neu erwächst durch dein prophetisches Wort, dass wir neuen Eifer bekommen, für dich und dein Werk zu dienen und das voranzubringen, was du dir wünscht. Herr, vergib uns, wenn wir uns zu sehr zurückgelehnt haben. Und sprich du heute durch dein Wort zu uns und zeig uns, wie du Türen öffnen kannst, von denen wir nichts geahnt und nichts vermutet haben. Herr, wir möchten dir alles, was wir haben, alle unsere Gedanken auf den Altar legen. Und ich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst, uns mit deinem heiligen Geist erfüllst. Und danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Esra Kapitel 5. Die Bewohner von Jerusalem und Judah haben den Bau des Tempels wieder aufgenommen, obwohl noch ein königliches Verbot bestand. Ermutigt und gestärkt durch die beiden Propheten Haggai und Zachariah. Als Tatnai, der dort Statthalter ist, mit einigen anderen das sieht, erklären sie es ihm mit Verweis auf das, den Erlass des Königs Kyros. Und erzählen ihm die Geschichte Jerusalems, angefangen mit, von, von Salomo und warum die Stadt zerstört worden ist, der Tempel zerstört worden ist unter Nebukadnezar. Und, und Tatna erlaubt ihnen tatsächlich weiterzuarbeiten, möchte aber eine Bestätigung von Darius erhalten, schreibt einen Brief und bittet jetzt um Nachprüfung, ob das, was die äh, Juden hier behauptet haben, auch wirklich wahr ist. Wir lesen weiter in diesem Brief der ähm, die, die Antwort der Juden an tatnai wiedergibt in Vers 16. Da kam dieser Zespatzer, also Zerubbabel, und legte den Grund für das Haus Gottes in Jerusalem. Und seit jener Zeit und bis jetzt baut man daran, es ist aber noch nicht vollendet. Es war ja schon wieder einige Zeit vergangen, mehr als 15 Jahre schon, seit die Ersten äh, zurückgekehrt waren. Und nun... Wenn es dem König gefällt, so lasse er im Schatzhaus des Königs, das dort in Babel ist, nachforschen, ob wirklich vom König Kyrus befohlen worden ist, dieses Haus Gottes in Jerusalem aufzubauen. Und der König sende uns seine Entscheidung darüber. Also Tatnai sagt, das ist, was die Juden gesagt haben. Sie behaupten, dass es eigentlich ihnen erlaubt worden ist, und sie äh, weiterarbeiten möchten. Und jetzt, lieber König, lieber Darius, schau nach in Babylon, schau nach dort, wo die Urkunden, die Archive aufbewahrt werden, ob dieser Befehl. Zu finden ist. Das heißt, weiter ab Kapitel 6, Vers 1. Da befahl der König Darius, dass man im Urkundenhaus nachforschen sollte, wo die Schätze von Babel aufbewahrt wurden. Da fand man in Achmeta, nicht in Babylon, sondern in Achmeta, das ist das alte Ecbatana, die Hauptstadt, die alte Hauptstadt der Meder, in der Königsburg, die in der Provinz Medien liegt, eine Schriftrolle. Darin war folgende Denkwürdigkeit niedergeschrieben. Im ersten Jahr des Königs Kyros befahl der König Kyros betreffs des Hauses Gottes in Jerusalem, das Haus soll wieder aufgebaut werden als eine Stätte, wo man Opfer darbringt. Sein Grund soll tragfähig sein, seine Höhe 60 Ellen und seine Breite auch 60 Ellen. Hier werden noch Details dieses Erlasses genannt, die wir aus Esra 1 noch nicht kannten und noch nicht aus 2. Chronik 36. Unter anderem wird hier die von Kyros vorgesehene Größe des Tempels ähm, angedeutet und die ist spektakulär. Der salomonische Tempel war 60 Ellen lang. 60 eine Elle ist ungefähr ein halber Meter, also pi mal Daumen, ein halber Meter. Das heißt ungefähr 30 Meter lang, zudem 10 Meter breit und 15 Meter hoch. Dieser neue Tempel, den Kyros jetzt äh, erlaubte, sollte 30 Meter breit und 30 Meter hoch sein. Also wenn die Länge gleich bleiben würde, die Länge wird hier ja nicht angegeben, dann wäre das eher ein Kubusähnliches Gebäude. Man wird wohl davon ausgehen, dass es dann noch etwas länger gewesen wäre. Aber selbst wenn die Länge bei 30 Metern geblieben wäre, dann wäre dieser Tempel sechsmal so groß gewesen wie der salomonische. Wir haben schon gelesen, dass der tatsächliche Tempel, der Grundriss, der gelegt worden ist, noch viel kleiner gewesen ist. Als das salomonische aber hier sehen wir was eigentlich möglich gewesen wäre was wäre passiert wenn alle juden babylon verlassen hätten mit allen ressourcen an geld und an personalkraft man hätte einen tempel bauen können den die welt noch nicht gesehen hat wie viele möglichkeiten gehen ungenutzt verloren verstreichen ungenutzt weil gottes volk sie nicht nutzt kyros hatte es möglich gemacht, einen Tempel zu bauen, der so gewaltig gewesen wäre, dass er ein Wunder der Welt gewesen wäre. Aber dieser Tempel, den Kyros erlaubt, ist so nie gebaut worden, den er erlaubt hat. Drei Lagen Quadersteine und eine Lage neuer Balken. Und die Kosten sollen vom Haus des Königs bestritten werden. Dazu soll man die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen und nach Babel gebracht hat, zurückgeben, damit sie wieder in den Tempel in Jerusalem an ihren Ort gebracht werden. Und du sollst sie im Haus Gottes niederlegen. Und jetzt, das war der Wortlaut des Befehls von Kyros. Und jetzt kommt der Befehl von Darius, was Darius jetzt kommentierend schreibt. Darius der Große, der erste. So haltet euch nun fern von dort, du, Tatnai, Statthalter jenseits des Stromes. Und du, Seta Bosnai, und eure Genossen, die Afarsachiter, die ihr jenseits des Stromes seid. Lasst sie arbeiten. An diesem Haus Gottes. Man nennt das auch den zweiten Erlass. Das ist der Erlass des Darius, mehr als 15 Jahre nach dem Erlass, dem Dekret von Kyros. Der Stadthalter von Judah und die Ältesten der Stadt sollen das Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. Dieser zweite Erlass bestätigt den ersten und soll ermöglichen, dass der Tempel aufgebaut wird, vollendet wird. Auch ist von mir befohlen worden, wie ihr diesen ältesten Judas behilflich sein sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. Man soll aus den Gütern des Königs von den Steuern jenseits des Stromes diesen Leuten die Kosten genau erstatten, damit sie nicht behindert werden. Und was sie benötigen an jungen Stieren oder Wittern oder Lämmern als Brandopfer für den Gott des Himmels oder an weizen salz wein und öl das soll ihnen nach angabe der priester in jerusalem täglich gegeben werden ohne verzug also diese anfrage an darius führt dazu dass die ganze tempelbaumission noch eine starke unterstützung von seiten des königs erhält damit sie dem gottes himmels opfer lieblichen gruß darbringen und für das leben des königs und seiner söhne beten es ist auch von mir befehl gegeben worden dass wenn irgendein mensch dieses gebot übertritt man von seinem Haus einen Balken nehmen, ihn daran hängen und töten soll und sein Haus soll deswegen zu einem Misthaufen gemacht werden. Wir nennen uns eine ähnliche Formulierung in Daniel Kapitel 2, wo Nebuchadnezzar solch eine Strafe ankündigt. Der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, stürze alle Könige und Völker, die ihre Hand ausstrecken werden, diesen Erlass zu übertreten, indem sie dieses Haus Gottes in Jerusalem zerstören. Ich, Darius, habe dies befohlen. Es soll Genau ausgeführt werden. Wieder haben, soll genau ausgeführt werden wieder haben wir einen heidnischen könig der das werk gottes fördert unterstützt auch wenn einige seiner strafmaßnahmen hier nicht wirklich äh, so sind dass man sie äh, als christlich bezeichnen könnte sehen wir doch wie gott einen heidnischen könig benutzt um in einer krisenzeit das werk gottes zu bestätigen und zu fördern wir sehen dass gott sein werk in seiner hand hat da befolgten Tadnai, der Stadthalter Jenseits Stromes und Seta Bosnai und ihre Genossen genau den Befehl, den der König Darius gesandt hatte. Das konnten die Juden alleine nicht bewerkstelligen. Sie konnten nur im Glauben vorangehen. Sie konnten auf das prophetische Wort von Haggai und Sachai, auf den Geisterbeistragungen hören und dann glauben, dass Gott die Türen öffnen würde. Und Gott tat das Seine und sorgte für die, politi für die politischen Maßnahmen, dass tatsächlich die Türen sich öffneten. Das ist das nicht wunderbar? Und die Ältesten der Juden bauten weiter. Und es gelang ihnen durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia des Sohnes Edo. Warum hatten sie Erfolg? Weil sie auf die Propheten hörten. Wir haben schon in 2. Chronik 20 gesehen, dass wenn wir auf Gott vertrauen, wenn wir seinen Propheten glauben, dass wir dann Erfolg haben werden. Wenn wir das Werk Gottes, seine Mission voranbringen wollen in dieser Welt, wenn wir es abschließen wollen, dann müssen wir seinem Wort, seinen Propheten, dem Geist der Weissagung vertrauen. So bauten sie und vollendeten es, vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und des Darius und des Achthasaster, der Könige von Persien. Der Bau war letztendlich möglich, weil Gott es wollte. Gott hatte den Erlass gegeben, schon zur Zeit von Jesaja. In Jesaja 44 und 45 wird gesagt, dass Gott sich gewünscht hat, dass er befohlen hat, dass er prophezeit hat, dass der Tempel wiedergebaut wird und drei große Könige des persischen Weltreiches, Kyros, Darius und dann hier Arthasaster, den wir, obwohl er namensgleiches mit dem Artasaster in Esra 4, der der falsche Bader gewesen ist, hier noch nicht kennengelernt haben. Dieser Artasaster ist dann der, der uns ab Kapitel 7 entgegentreten wird. Wir haben in diesem Vers alle drei großen Erlässe, Erlasse, alle drei großen Dekrete ähm, versammelt. Den, äh, das Dekret von Kyros, das von Darius, das zweite. Und dann das von Artaxerxes, das von Kyros, kurz nach der Eroberung Babylons. Dann Darius im Jahre 520 v. Chr. und das von Artaxerxes, von Artaxerxes, werden wir noch kennenlernen, dann ähm, in Kürze. Ähm, der Könige von Persien. Sie vollendeten aber dieses Haus am dritten, Monat des, am dritten Tag des Monats Adar, das ist der zwölfte Monat, also ungefähr so ähm, Februar, März. Das war im sechsten Jahr der Regierung des Königs Darius. Also noch ungefähr, noch ungefähr äh, vier Jahre hat man daran gebaut. Und die Kinder Israels, die Priester, die Leviten und der Überrest der Kinder der Gefangenschaft feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. Und sie brachten zur Einweihung dieses Hauses Gottes 100 Stiere da, 200 Widder, 400 Lämmer und als Sündopfer für ganz Israel zwölf Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme, Israel. Die Zahlen sind natürlich kein Vergleich mit dem, was bei der Einweihung des Salomonischen Tempels ähm, geschlachtet worden ist. Es ist eine viel kleinere Angelegenheit und trotzdem in Gottes Augen genauso wertvoll. Interessant sind auch die zwölf Ziegenböcke nach den Stämmen Israels. Diese übrigen, vor allem aus dem Stamm Judah und Benjamin bestehend, haben sich als die legitimen Erben des gesamten Volkes Israel, aller zwölf Stämme gesehen und diese Tradition als die übrigen auch weiterführen wollen. Das wäre eine interessante Lektion. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir sehen können, dass du der Herr der Geschichte bist und dass du Türen öffnest, über die wir nur staunen können. Und dass wir leider auch sehen müssen, dass viele Türen, die du öffnest, völlig ungenutzt bleiben. Herr, was für eine großartige Gelegenheit es gewesen wäre, einen noch viel größeren Tempel zu bauen, der so großartig gewesen wäre, dass er eine Attraktion für alle Völker gewesen wäre. Herr, wir sehen aber auch in unserem Leben, wenn wir ganz ehrlich sind, dass wir viele große Chancen verpasst haben, wo du Türen geöffnet hast und wir nie durchgegangen sind. Herr, vergib uns und hilf uns, dass unser Glaube gestärkt wird und wächst. Dass wenn du Türen öffnest, wir sie im Glauben nutzen und vorangehen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.